So, liebe Leute, heute ist es genau einen Monat her, dass ich mich für Zenik und Saphir International entschieden habe und möchte euch heute auch hier einen Stand der Dinge präsentieren. Also, was hat sich wie bei mir innerhalb von genau einem Monat entwickelt? Also, ich begann am 2. Mai. Heute ist der 2. Juni 2021. Also der Mai hatte ja 31 Tage wie jedes Jahr. Das heißt, alles, was sich innerhalb von 31 Tagen entwickelt hat, das werde ich dir jetzt zeigen. Du siehst hier, ich habe 611 Coins gemintet seit 2. Mai. Aber das muss man ein kleines bisschen unterscheiden. Darauf kommen wir gleich. Dazu gehe ich jetzt links auf diesen Reiter Zenik Hubs. Da kann man dann auch sehen, was man hier alles erwerben kann. Zum Beispiel, wenn du diesen Zenik Hub erwirbst für 1998 Euro einmalig, ja, dann bekommst du im Moment circa plus minus 80 Coins pro Tag, die für dich gemintet werden. Wenn du nicht weißt, was Minting ist, dann schau dir mein Video über Minting an, was Minting bedeutet. Ich verlinke dir dieses Video unter diesem Video hier auf YouTube. So, aber jetzt wollte ich dir zeigen, was sich hier denn alles so noch entwickelt hat bei mir. Hierzu muss ich hier runterscrollen. Okay, du siehst hier am 2. Mai habe ich ein 16. Cloud Hub, nennt sich das, gekauft. Also ein 16. Anteil eines ganzen Cloud Hubs. Das ist dann das, was ich euch gerade oben gezeigt habe für 1900 Euro. Und dieser 16., der kostet, du siehst hier, der 16., der kostet 150 Euro einmalig, ja. Du bezahlst also einmalig 150 Euro. Und es war, wie gesagt, am 2. Mai 2021 um 9:39 Uhr abends PM habe ich den gekauft. Also ich könnte jetzt sogar noch ein bisschen warten, weil wir haben jetzt aktuell hier in Mexiko gerade 14 Uhr, also 2:25 PM. Also ich hätte eigentlich noch ein bisschen warten können. Aber bisher hat mir dieser Cloud Hub, dieser 16. Cloud Hub, 171 Coins 40 erwirtschaftet. Dann du siehst hier, ich habe am 4. Mai dann nochmal nachgekauft, nochmal ein 16. Cloud Hub. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch übermorgen nochmal ein Video machen, wie sich das entwickelt hat, um das zu vergleichen. Der hat mir inzwischen 161 und 64 erwirtschaftet an Coins. Und am 7. Mai habe ich dann nochmal ein Achtel gekauft, also im Wert von 250 Euro. Und der hat mir inzwischen 278 Coins und 80 Coincent, keine Ahnung, Zenikcent oder wie man das dann nennen würde, erwirtschaftet. Ja. Also jetzt gehen wir aber mal auf diesen 16. hier ein, den ich am 2. Mai, also heute vor einem Monat gekauft habe. Das bedeutet, erst habe ich einen Taschenrechner und wir haben ja hier 171. Ich gebe mal hier 171 ein und teile das durch 31 Tage. Ja, dann haben wir hier 5,51 Coins pro Tag. Ja, also 5,5 Coins macht dieser Hub pro Tag. Ja, also, das heißt 5,5 Coins am Tag ergibt 171 Coins im Monat, also in 31 Tagen. Genau. So, jetzt wolltest du wissen, ja, was ist es denn von Coin? Was soll denn das Ganze überhaupt, ne? Deshalb habe ich hier eine Plattform aufgemacht. Das ist die sogenannte Uniswap-Plattform. Darüber kann man Coins handeln. Ja, also Bitcoin, Ethereum, alles Mögliche halt an Kryptocoins kann man hier handeln, kaufen und verkaufen. Und hier ist im Moment der Zenik Coin als einziges gelistet. Aber in den nächsten Tagen oder Wochen werden noch weitere Plattformen hinzukommen, wo
wo dieser Zenik-Coin dann gelistet ist. Okay, du siehst hier, in diesem Moment hat der Coin einen Wert von 0,39. Ich refreshe die Seite nochmal, ob sich vielleicht was inzwischen geändert hat. Nee, also bei 0,39 Cent liegt quasi Dollarcent, ja, liegt dieser Coin. Jetzt gehen wir mal nochmal her auf den Taschenrechner und machen eine andere Rechnung auf. Das heißt, wir machen das mal hier weg hier und machen jetzt rein 171 Coins habe ich ja gemacht in einem Monat mal, was habe ich gesagt? 39 Cent, ja? 0,39 muss ich dann machen. 0,39 gleich. Also 66 Euro, Dollar, ja, 66,70 Dollar kann man sagen, habe ich innerhalb eines Monats zurückerwirtschaftet. Also wenn ich jetzt diese Zenik-Coins hier verkaufen würde, dann hätte ich von meinem Einsatz von 150 Euro schon, ja, nicht ganz die Hälfte, aber ein Drittel, 66 plus 66, also etwas mehr wie ein Drittel, hätte ich auf jeden Fall schon zurück. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, dieser Coin ist relativ jung. Dieser Coin hat aus verschiedenen Gründen ein starkes Potenzial, ein großes Potenzial. Ja, da gehe ich dann lieber erstmal näher in einem anderen Video ein, beziehungsweise verlinke ich dir unter diesem Video eine Präsentation, wo du Näheres zum Zenik-Coin erfahren kannst und dort erfährst du dann auch, weshalb dieser Coin so viel Potenzial hat. Im Moment liegt also der Coin bei 0,39 Cent. Demnächst wird er auf der größten Handelsplattform gelistet sein, namens Binance und aber auch bei Pancake. Und dann gehen wir davon aus, dass dieser Preis schon ansteigen wird. Und wenn die zukünftigen Projekte von Zenik realisiert sein werden, was in naher Zukunft soweit ist, dann wird das diesen Coin noch weiter hochtreiben. Wir gehen davon aus, oder sagen wir mal so, viele gehen davon aus, dass dieser Coin ein Potenzial hat, um in die Hunderte oder Tausende zu gehen. Du siehst ja selbst, wenn du einen Bitcoin gekauft hättest im Jahre 2008 oder 2009, dann hättest du Zins bezahlt, so wie jetzt bei Zenik, ja? Und jetzt siehst du, wo der Bitcoin ist. Der war ja schon bei 55.000 Euro. Jetzt ist er gerade wieder ein bisschen gefallen und liegt ungefähr bei 30.000 Euro im Moment, ja? Ich weiß nicht, ob der Zenik-Coin irgendwann mal dorthin steigt. Auf jeden Fall hat er deutlich mehr Potenzial und Vorteile als der Bitcoin. Der Bitcoin ist ja der älteste Coin und hat deshalb auch am wenigsten, ja, an sonstige Funktionen, beziehungsweise ist er auch langsam, wenn man Bitcoin verschickt an andere Leute, dann ist die Transaktion relativ zäh und langsam verglichen mit zum Beispiel Zenik oder auch anderen Kryptowährungen. Das heißt, der Bitcoin ist eigentlich nicht der beste Coin, es ist nur der bekannteste Coin und der momentan am teuersten. Aber das, was am teuersten ist und am bekanntesten ist, muss nicht unbedingt das Praktikabelste und das Beste sein. Zenik kannst du, wie ich verstehe Zenik als nicht ein Coin, wie viele andere Coins, ja. Ich verstehe Zenik, es ist ein Programm, auf Basis dessen man ganz viel sinnvolle Dinge veranstalten kann. Und dieses Programm, das wird bald, wenn es bekannter wird, sehr begehrt sein. Und das ist auch die Basis, weshalb dieser Zenik-Coin vom Preis sehr wahrscheinlich um einiges ansteigen wird. Weshalb erzähle ich das? Momentan habe ich jetzt 171 Coins gemacht in einem Monat, der momentan einen Wert von 0,39 hat Cent. Stell dir vor, ich mache 171 Coins im Monat und der Coin hätte 100 Euro Wert. Oder gar 1000. Oder gar 10.000. Du sagst, es ist nicht realistisch. Der Bitcoin war schon bei 55.000. Weshalb sollte es mit dem anderen Coin, der deutlich mehr Kapazitäten und sinnvolle Aufgaben übernehmen kann und Kapazitäten hat, weshalb soll solch ein Coin
nicht auch in ähnliche Höhen steigen? Natürlich kann ich dir nichts versprechen und ich kann es nicht wissen. Ja, aber Tatsache ist, ich habe jetzt in einem Monat bei dem heutigen Preis 66 Euro oder Dollar zurückgewonnen. Ja, sagen wir mal 50, also ein Drittel in Euro. Ja, okay. Das heißt, in 3 Monaten habe ich auf jeden Fall meinen Einsatz, wenn der Preis so bleibt und nicht steigt, herausgeholt. Aber dieser Hub produziert ja für mich Coins lebenslang. Das heißt, ich komme auf jeden Fall ins Plus. Es ist auf jeden Fall eine gute Investition, weil spätestens nach 3 Monaten bei jetzigem Kurs, ja, von 39 Cent, bin ich im Plus und werde in Zukunft nur noch Gewinne einfahren, ja. Und stell dir nur mal vor, dieser Preis dieses Coins wird steigen, ja. Du siehst ja, ich kann es dir am Dashboard noch mal zeigen. Wir haben hier, ich habe 550 Euro insgesamt ausgegeben und für Hubskauf, ja, ich habe dir ja gezeigt, 2 Sechzehntel und ein Achtel und habe insgesamt 612, 13 erwirtschaftet. Das heißt, wir können jetzt hierher gehen und können jetzt 612 haben wir gehabt, ja. 612, 612 geteilt durch 31. Ja, das ist die ähnliche Rechnung wie vorher. Insgesamt habe ich also 20 Coins, kann man sagen, am Tag gemacht. Das stimmt natürlich nicht korrekt, weil ich habe ja, wie du es gesehen hast, zu unterschiedlichen Zeiten gekauft. Das heißt, nicht alle Coins laufen 31 Tage, ja. Der läuft ja erst quasi 29 Tage und der erst am 7. Mai 31, Juni 31 Tage. Deswegen stimmt die Rechnung ab nicht ganz, ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe 612 Coins, ja, gemacht. 612 Coins sind quasi 612 mal 0,39 Cent. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt schon 238 Dollar gemacht, ja, bei einem Einsatz von, wie ich es dir gezeigt habe, von 550 Euro, wie du hier siehst. Okay, ich glaube, du kannst selbst weiterrechnen und dir ausrechnen, welche Gewinne du hier auf jeden Fall machen kannst, ohne dass du verlierst und ohne dass dieser Coin schon steigt. Aber stell dir nur mal ganz bescheiden vor, wo es hingeht, wenn dieser Coin nur 5 Euro wert ist oder Dollar, ja, anstatt 39 Cent oder 10 oder 100 oder 1000, ja. Stell dir das mal vor, dass er nichts mehr wert ist, dass dieser Coin verschwindet ist aus diversen Gründen, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte, relativ unwahrscheinlich. Wie kommst du jetzt hier zu diesem Minting? Das Beste, wenn du dir's leisten kannst, ist, du kaufst dir solch einen Zenik Hub. Ein Zenik Hub, wie gesagt, kostet 1998 Euro einmalig. Dieser Hub produziert dir täglich über 80 Coins. Ja, im Moment noch dieses Jahr bis zum Februar kommenden Jahres. Dann ist es nur noch die Hälfte. Weil wegen dem Halving, aber da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Und du hast, wenn du diesen Hub kaufst, quasi wie deine eigene Bank mit eigener IBAN-Nummer und SWIFT und Kreditkarte. Du hast also alles, was man mit einer Bank machen kann, hast du hier drin in diesem auch Hardware-Wallet, wo du deine Coins quasi lagern, sicher lagern kannst, ja. Gleichzeitig bist du Teil der Blockchain, der dezentralen Blockchain mit diesem Teil. Also es hat unglaublich viele Vorteile und du kannst sämtliche Bankgeschäfte, Einzahlungen, Auszahlungen, Überweisungen hier mit tätigen, so dass du nichts mehr von außen brauchst. Du kannst also Tschüss sagen zu Sparkasse, Volksbank, Postbank oder wo du dich überall aufhältst, weil du alles, komplett alles hier mit erledigen kannst. Du hast quasi mit einem Einsatz von 2000 Euro, sagen wir jetzt mal, eine komplett
eigene Bank. Näheres wird dir in den Vorträgen erklärt. Ich werde dir unter diesem Video Links setzen, worüber du dich für Live-Veranstaltungen eintragen kannst, beziehungsweise für Aufzeichnungen von Webinaren und so weiter und so fort, damit du dich näher informieren kannst. Wenn du aber gerade keine 2000 Euro übrig hast, dann kannst du schon ab einem 32. Cloud Hub beginnen. Du hast ja gesehen, mein 16. macht am Tag 5,5 Coins, ja? Das sind dann bei einem 32. die Hälfte, ja? Das heißt 2,5 Coins bis 2,7 Coins ungefähr macht ein 32. Cloud Hub am Tag. Wenn du das jetzt hochrechnest, wenn du nur 100 Euro einsetzt, ja? Und du machst 2, machen wir nur 2,5 Coins am Tag. Und das Jahr hat 365 Tage, ja, dann machst du im Jahr auf jeden Fall mal 912 Coins, ja. 912 Coins mal 0,39 hatten wir, ja. Das wäre dann ein Wert innerhalb eines Jahres mit einem Einsatz von 100 Euro von 355 Euro. Du hast also dann deinen Einsatz mehr als verdreifacht und das geht ja nächstes Jahr weiter. Das heißt, das läuft ja über viele Jahre hinweg, ja? Und dann stell dir nur mal vor, der Coin steigt. Was gibt's jetzt hier noch zu überlegen, liebe Leute? Du kommst ja auf jeden Fall ins Plus. Nach schon 3 Monaten und dann bist du in der Gewinnzone und du kannst diesen Coin jetzt schon auf Uniswap handeln, umtauschen in Ethereum oder Bitcoin oder was auch immer für einen Coin und du kannst es bald auch auf Binance handeln, also der größten Kryptowährungsplattform überhaupt weltweit und aber auch auf Pancake, eine weitere sehr bekannte Plattform und weiteres wird folgen. Also, es ist ein No-Brainer, Leute. Schon mit 100 Euro, wenn du wenig Geld hast, ja, bist du dabei und bist nach 3 Monaten schon im Plus beim jetzigen Kurs. Ich hoffe und glaube, ich habe so erklärt, dass du es verstehen konntest. Und wenn du Fragen hast, unter diesem Video findest du sämtliche Links, die du brauchst, um mit mir Kontakt aufzunehmen oder weitere nähere Informationen zu erhalten. Geh einfach unter dieses Video und schau dir die Links an und die Infos, die dort stehen. In diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, einen Daumen nach oben, gerne auch einen Kommentar mit Fragen, Anregungen oder was auch immer. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich über ein Abo und im Anschluss dann, wenn du dann noch die Glocke klickst, dann bekommst du sogar immer gleich Bescheid, wenn es von mir wieder ein neues Video gibt. Okay, das war's von mir in diesem Sinne. Ich hoffe, du hast alles verstanden, aber wie gesagt, ich bin für alle deine Fragen jederzeit offen und da. Das war's von mir, dein Klaus Anton Meyer.